Legen wir los mit der Pressekonferenz vor unserem ersten Heimspiel, tatsächlich auch unserem ersten Ligaspiel dieser Saison gegen den TSV Havelse am Sonntag in der Schauinsland-Reisen-Arena. Verkauft sind dafür bis dato knapp 6.700 Tickets. Ja, da gilt ja weiterhin das bekannte Maximum von etwa 10.000 Karten und für alle Zuschauer gelten dann, wie bereits geschrieben und bekannt gegeben, die GGG-Regelungen für den Zutritt. Und nach den Ticket-Infos darf ich jetzt dann weiterleiten zum Sport und auch nochmal unserem Cheftrainer Pavel Dotschev ein herzliches Hallo sagen. Und dann gebe ich gleich in die Runde weiter mit den Fragen. Wer möchte da beginnen? Wer möchte das erste Anzeichen geben? Das macht Dirk Retzlaff zuerst und dann folgt Jochen Knatzer auf den Fuß. Bitte. Ja, guten Morgen in die Runde, guten Morgen, Herr Dotschev. Erstmal zum Personal. Wie sieht es jetzt nach 2 Wochen Quarantäne und Trainingsstart wieder aus? Guten Tag erstmal an die Runde. Ja, das Personal ist ja so, dass wir nach diesen 2 Wochen Quarantäne natürlich versucht haben, uns fit zu halten, so wie das möglich war. Einige Leute könnten auf dem Platz trainieren, so kleine Gruppe, der Rest zu Hause, Homeoffice, per Zoom haben wir uns versucht, fit zu halten. Die Jungs waren fleißig, klar, aber das kann man oder das kann nicht Mannschaftstraining ersetzen, so 1:1. Das ist ja doch Fakt. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir, dass wir gut gearbeitet haben. Und Philipp Klug und Ruben Sollis haben sehr, sehr gute Arbeit gemacht, unsere Fitnesstrainer. Also von daher bin ich absolut zuversichtlich, dass wir jetzt für das erste Spiel gegen Havelse genug Körner haben, auch 90 Minuten das Niveau aufrechtzuerhalten. Was die Personalien so betrifft, was Verletzungen betrifft und sowas, kann ich nur sagen, dass der Schabing nach wie vor nicht dabei ist. Julian Hetfer ist auch angeschlagen. Marvin Bakkerloth ist ja noch fraglich. Es ist noch nicht entschieden, ob er spielen kann oder nicht. Er ist ein bisschen kränklich, ein bisschen angeschlagen, gesundheitlich. Und momentan ist noch ein bisschen für mich eine andere Baustelle habe ich, wo ich noch 100% nicht mir sicher bin, wie weit ist er Bordus. Bordus hat auch ein bisschen Symptome gehabt nach dieser Quarantänezeit, hat ein bisschen natürlich an Substanz verloren durch diese Krankheit, durch den Corona. Und deswegen die Frage ist, ob er nach 1 Woche Mannschaftstraining oder nach ein paar Tagen Mannschaftstraining schon für mich eine Alternative sein kann. Ich persönlich glaube ich eher nicht, aber es wäre trotzdem eine Überlegung für mich. Es ist auch ein bisschen abhängig auch von Ademi, weil er momentan auch so ein bisschen Probleme hatte mit dem Körper. Ja, das wäre jetzt auch eine Frage gesehen. Mal Rolf Fälscher haben wir gesehen, der hatte Covid auf der Länderspielreise und hat ja sehr viel Zeit gebraucht, um sich wieder ranzuarbeiten. Wie ist es generell mit den 3 Spielern, die betroffen waren? Brauchen die noch Zeit? Sie haben jetzt Buadus gesagt. Wie ist es bei den anderen beiden, die wir nicht kennen? Also Fälscher glaube ich schon, dass er über den Punkt ist. Also da Ja. mache ich mir keinen Gedanken mehr. Ich hatte es nur als Beispiel, weil der ja sehr lange gebraucht hat. Wie ist es mit den betroffenen Spielern? Wie viel Zeit brauchen die noch, um bei 100% wieder zu sein? Also ich denke schon, dass Bordus auf jeden Fall für nächste Woche eine gute Alternative wird. Für dieses Wochenende glaube ich eher nicht, weil ich muss noch mit dem Spieler sprechen, auch mal von ihm Feedback haben, wie er sich fühlt. Wir können auch auf die Variante gehen, dass er zum Beispiel 50, 60 Minuten spielt und dann ihn runternehme. Das kann ich aber erst dann entscheiden, denn wir haben auch heute noch Training. Wir werden auch versuchen, jetzt auf dem ganzen Platz ein bisschen 10 gegen 10 zu simulieren, weil wir haben letzte Zeit kaum normale Spielrhythmus gehabt. Und deswegen müssen wir heute ein bisschen das versuchen zu simulieren. Ich gucke mir das mal an, wie das alles aussieht.
Aber ich denke, dass der Bordus auf jeden Fall nicht so lange brauchen würde, so wie Fälscher zum Beispiel. Also wir werden eine Woche, wenn wir jetzt das Spiel gegen Havelse überstanden haben, dann haben wir danach eine Woche Zeit, noch ein bisschen ein oder andere Defizite aufzuarbeiten. Ja, Sie haben unter der Woche im Zebra TV gesagt, man kann jetzt nicht in 3 Tagen alles kompensieren, was jetzt durch den Trainingsausfall halt aufgelaufen ist. Wie viel Zeit braucht es denn, damit Sie die Mannschaft da haben, wo sie sein muss? Das ist jetzt auch schwer abzuwiegen und zu sagen. Also das wird sich zeigen jetzt am Wochenende, wie weit ist die Mannschaft. Aber ich habe diese Philosophie momentan oder diese Denkweise. Ich möchte nicht, dass die Mannschaft, weil die Mannschaft jetzt viel verpasst hat letzte Woche, ich möchte jetzt nicht in 3 Tagen versuchen, alles jetzt aufzuholen und zu kompensieren. Mir wäre lieber im Spiel frisch reinzukommen ins Spiel und dann vielleicht 50, 60 Minuten auf Niveau spielen und dann vielleicht dadurch, dass wir 5 Leute jetzt auswechseln dürfen, das war letztes Jahr nicht der Fall, dann ein bisschen frische Leute bringen. Das ist mir lieber, statt umgekehrt, dass ich jetzt viel trainiere und dass die ins Spiel in einen übermüdeten Zustand reinkommen. Also das wäre für mich lieber bisschen Frische auf dem Platz haben, als schon von Beginn an schon kaputt sein. Und das ist ganz schmaler Grat. Ich will natürlich jetzt nicht die Tage verschenken. Wir versuchen jeden Tag vernünftig zu trainieren. Wir haben auch schon ersten Tag Gast gegeben am Mittwoch, wo wir uns erstmal getroffen haben. Gestern habe ich die Belastung habe ich ein bisschen rausgenommen. Heute werden wir, habe ich auch schon gesagt, versuchen ein bisschen Spiel zu simulieren, kurz und knackig. Und morgen Standards und das war's. So viel Zeit haben wir nicht. Leo Weinkauf hat in dieser Woche gesagt, die Mannschaft würde gestärkt aus dieser Situation rausgehen. Er hat so beschrieben, dass die Mannschaft, was ich jetzt nicht hoffe, enger zusammengerückt ist in der Quarantäne. Aber Sie wissen, was ich meine. Also, dass die Mannschaft sich aufgrund dieser Extremsituation jetzt noch enger auf dem Platz zusammen ist. Haben Sie das auch beobachtet? Ja, ich denke, solche Rückschläge, sage ich mal so, weil das ist jetzt für mich dritte Anlauf dieses Jahr mit Pressekonferenz. Schau ins Land war meine erste Pressekonferenz, ist ja ausgefallen. Dann erstes Spiel in Osnabrück habe ich meine Pressekonferenz hier mit Ihnen auch gehabt, ist ausgefallen. Das ist jetzt mein dritter Anlauf. Also wir haben schon nicht nur diese 2 Wochen Quarantäne, wir haben auch die Woche davor auch nicht mehr normale Zyklus gehabt, wo ich sage, wir sind schon ein paar Wochen hinterher. Und das sind für mich ein paar Rückschläge, die uns natürlich, das wäre optimalste, wenn wir den Spieß umdrehen und wie der Leo Weinkauf das gesagt hat, dass uns mehr noch enger zusammenschweißt und dass wir auch noch gestärkt aus der Situation rauskommen. Das wäre die beste Reaktion. Und ich denke schon, dass jeder von uns weiß Bescheid, dass wir momentan in einer sehr schwierigen Situation uns befinden. Aber trotzdem bin zuversichtlich, dass wir, das habe ich auch die Mannschaft vor 2 Tagen gesagt, wir brauchen jetzt keine Entschuldigung suchen. Wir müssen nur jetzt auf die Spiele konzentrieren. Und wir wollen auch erstes Spiel zu Hause vor Zuschauern auf jeden Fall gewinnen, trotz dieser Widrigkeiten, die wir haben. Aber ich möchte auf keinen Fall irgendwie so jetzt anfangen, nach Entschuldigung zu suchen. Das überhaupt nicht. Wir haben gute Vorbereitung gemacht bis vor ein paar Wochen, wo das jetzt Corona kam. Aber das ist jetzt kein Grund, jetzt uns auszureden. Wir wollen am Sonntag zu Hause gegen Havelse gewinnen. Wir wissen, das wird nicht einfach, weil Havelse ist ja das Aufsteiger, natürlich angespielt, mit sehr viel Rückenwind, wenn sie kommen. Die haben nichts zu verlieren zu Hause. Die werden auch natürlich auf so ein Stadion zu spielen, für die ist ja auch natürlich. Besonders und solche Gegner natürlich für uns sind momentan gefährlich, aber trotzdem, wir spielen zu Hause und wir wollen gewinnen. Jetzt gab es ja die zweite Impfreihe, soweit ich weiß. Entspannt sich jetzt Dinge, weil auch diese Testungen jetzt wegfallen, die regelmäßigen?
Ja, das stimmt. Wir haben zweite Impfung gemacht. Das ist jetzt alles sozusagen so gut wie durch. Ich möchte an dieser Stelle ein bisschen weit weg zurückblicken und ein bisschen klarstellen, weil damals stand in der Zeitung, wo unmittelbar wir in Quarantäne geschickt sind, ich bin zitiert worden, dass ich gesagt habe, dass wir nachgelassen haben und schlampig wurden, irgendwie so in der Richtung. Das ist ein bisschen falsch interpretiert worden vielleicht, weil ich meine, dass zu diesem Zeitpunkt in Deutschland generell bundesweit war ein bisschen Lockerung in Sicht. Das war so, dass wir Urlaub alle waren danach. Wir haben Trainingslager gehabt. Wir haben viele neue Spieler gehabt. Dann kommt automatisch einige durch diese ganzen Umstände, das ist nur mit gemeint, dass wir ein bisschen vielleicht vernachlässigt haben, ein oder andere Sache. Aber das ist ja, dass wir hier uns streng an unsere Regeln, Hygieneregeln halten, das ist nicht ein Millimeter nachgegeben. Und das ist ja aber, du steckst nicht drin in diese Sachen. Und dann ist ja tatsächlich jetzt passiert, dass uns erwischt hat. Aber man sieht auch bei anderen Vereinen, ist auch nicht viel anders. Deswegen wollte ich das ein bisschen klarstellen, das ist jetzt nicht so richtig, dass wir schlampig sind und dass wir mit der Situation schlampig umgehen. Es ist einfach noch, wie gesagt, Deutschland generell Lockerung, ganze Umstände, wie gesagt, neue Spieler von Urlaub alle gekommen. Alle diese Sachen haben Rolle gespielt, vielleicht, dass uns so erwischt hat. Und deswegen war mir wichtig, dass ich das jetzt so das klarstelle, dass das nicht der Fall ist, dass wir schlampig sind, was Hygiene betrifft und auch die Vorgabe vom DFB. Wir halten uns sehr, sehr streng an diese Sachen. Sie hatten aber auf den internen Strafenkatalog verwiesen im Zusammenhang damit. Ja, wir haben auch Maske überall mit Maske hier im Gang. Nur wenn man im Büro ist oder wenn man auch nur dann kann man die Maske aussetzen. Oder wenn wir Sitzungen haben, zum Beispiel, gebe ich nur ein Beispiel: ganze Mannschaft ist Maske, nur der Redner, meistens bin ich derjenige, der darf ohne Maske dabei sein. Also wir duschen auch zu 6 Leute in der Kabine, weil wir in der Dusche. Weil das ist eine große Kabine, das ist jetzt nicht eine kleine Kabine. Ich will nur damit sagen, wir haben schon unsere Regeln und wir halten uns dran. Sehr, sehr streng. Okay, ich gebe dann erstmal weiter. Danke. Bis die Fragen dann da noch aktuell sind, gehen wir weiter an Jochen Knörzer von der Universität Duisburg, wenn er denn Ja, nicht ist. einen schönen guten Tag in die Runde. Guten Tag, Herr Dotschef. Jetzt beginnen Sie am Sonntag wenigstens mit einem Heimspiel. Ist das wenigstens in der ganzen vertrackten Situation noch als Vorteil zu werten? Vorteil ist ja, wenn wir gute Leistung bringen. Also ich denke schon, dass wir durch dieses Heimspiel mit einem Sieg, dass wir schon gewisse Rückenwind bekommen werden für die schwere englische Woche, die auf uns zu noch kommt. Das sind auch absoluten Kracher, Saarbrücken, Osnabrück, Magdeburg. Ein Sieg gegen Havelse würde uns schon sehr, sehr gut tun. Aber ich will jetzt nochmal deutlich sagen, wir haben schon sehr viel Respekt von Havelse, weil das ist auch, wie ich schon sagte, ein Aufsteiger. Ich habe sie gesehen, auch gegen Saarbrücken haben sie knapp verloren, aber die waren sehr, sehr unangenehm. Ich glaube, dass auch Saarbrücken nach dem 1-0-Führung hat das Spiel fast das Spiel aus der Hand gegeben hat. Also wir wissen schon, dass es sehr schwer wird oder wir wollen zu Hause gewinnen und ich denke schon, dass wir die Qualitäten und auch die Kraft haben, auch jetzt am Sonntag zu gewinnen und auch den Rückenwind zu nehmen für die englische Woche. Und das kann ein Vorteil für uns sein, aber geschenkt kriegen wir es nicht. Wir müssen uns das erarbeiten. Wir müssen uns das erkämpfen. Sie sagten eben zu Marvin Bakerlords, dass er möglicherweise nicht spielen kann. Er wäre kränklich. Am Anfang stand eine Verletzung. Was ist denn jetzt dazugekommen? Nein, also er ist nicht verletzt. Er fühlt sich nicht so körperlich gut, hat ein bisschen auch Halsschmerzen, so generell. Er läuft zwar ein bisschen, er bewegt sich ein bisschen, aber ihm fehlt ein bisschen Kraft.
Und es ist aber kein Corona und sowas. Das ist einfach so, wahrscheinlich sein Körper reagiert auf irgendwas. Wir wissen jetzt gar nicht. Ich weiß es jetzt konkret nicht, was er hat, aber ihm geht es nicht so gut. Okay, dann eine Frage, die mal nichts oder wenig mit Fußball zu tun hat. Im Moment läuft Olympia fast rund um die Uhr aus Tokio. Wie viel interessiert Sie das Geschehen dort und wie viel bekommen Sie davon mit? Morgens beim Kaffee trinken, solange ich noch im Bett bin und habe eine halbe Stunde Zeit, im Fernsehen zu gucken, dann gucke ich das, verfolge ich das, aber sonst tagsüber habe ich gar keine Zeit, zu Olympiade zu gucken. Ich gucke sehr gerne Olympiade, sehr, sehr interessant und vor allem Leichtathletik liebe ich am meisten zuzugucken. Dankeschön. Gut, gibt es dann von den übrigen Kollegen Fragen? Ja, Thomas Warnecke vom City-Anzeigenblatt Krefeld hebt die Hand. Ist ja jetzt das erste Mal mit Publikum und dann gleich möglicherweise 10.000, vielleicht werden die restlichen Karten ja noch über den Tisch gehen jetzt am Wochenende. Was bedeutet das für die Mannschaft und auch für Sie persönlich, Herr Dotschev? Ich freue mich auf das Spiel. Ich freue mich auch diese Wiedersehen mit den Fans. Also ich kann mich ganz genau erinnern, letztes Mal, wo ich vor Zuschauern gespielt habe, das war am 28. September in Braunschweig, vor 2 Jahren, glaube ich. Ja, das muss ja 1,5 Jahre sein, oder? Mhm, genau. 1,5 Jahre sind das her. Das war mein letztes Spiel. So. Und dann, so lange ohne Zuschauer, natürlich ist ja so Suppe ohne Salz. Also das geht gar nicht. Also Fußball und Fans ohne Fans ist ja natürlich halbe Sache. Und ich freue mich auf diese Wiedersehen mit den Fans, auf jeden Fall. Ich bin auch selber ein bisschen angespannt wegen dieser Situation, weil ich habe die Fans erlebt auf dem Parkplatz, aber nicht im Stadion. Ich habe sie erlebt auf dem Parkplatz, die uns empfangen haben, wo wir in so eine schwierige Situation steckten, wo wir mittendrin im Abstiegskampf waren, die alles getan haben, uns zu unterstützen. Und deswegen möchte ich auch jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir auch wissen, dass wir unseren Fans schon einiges schulden. Und deswegen versuchen wir jetzt am Sonntag wieder Erfolgserlebnis zu haben, zusammen auch uns feiern zu lassen. Das wäre natürlich das Beste für uns als Start für die Saison. Also ich freue mich auf die Fans. Weil du sagst gerade, das letzte Spiel vor Zuschauern sei vor 1,5 Jahren gewesen. Ich meine, letztes Jahr im September gab es auch 1 oder 2 Spieltage, wo Zuschauer zugelassen waren. Das war Hansa Rostock. Ich weiß ganz genau, Hansa Rostock, 7.000 Zuschauer, war für mich das erste Spiel damals. Das war eigentlich letztes Spiel mit Zuschauern. Hansa Rostock in Rostock, 7.000 Zuschauer waren. Das war für mich letztes Spiel. Jetzt weiß ich ganz genau. Ich war bei Victoria Trainer. Wir haben erstes Spiel 3-2 verloren, glaube ich, in Rostock. Gut, dann nochmal der Blick in die Runde. Ja, Dirk Retzlaff. Herr Dotschev, jetzt sind ja 2 Runden schon gespielt. Jetzt gibt es ja schon ein paar Überraschungen. Braunschweig im Keller, Lautern im Keller, Würzburg unten, Berlin oben. Wie haben Sie so die ersten beiden Spieltage erlebt? Ja, so wie Sie das gesagt haben, ich habe Sie gesehen, fast alle Spiele. Das ist ja Fußball, es ist ja so, zum Beispiel Victoria Berlin, ich habe das Spiel auch gegen Braunschweig auch gesehen, komplett durchgesehen. Ja, das ist ja auch, deswegen sage ich auch, Havelse ist auch für mich genauso ein gefährlicher Gegner für uns, weil die haben nichts zu verlieren, die stehen gut, die spielen frech und wenn das Spiel sich so entwickelt, so wie Victoria Berlin, die waren so richtig frech in Braunschweig, weil wie gesagt, die haben diese Außenseiterrolle gehabt und
Und das kann immer wieder gefährlich sowas sein. Und Mannschaften so wie Würzburg oder Braunschweig, das ist Absteiger, das ist auch mehr oder weniger zusammengewürfelte Mannschaft. Die müssen sich auch finden und das braucht auch seine Zeit alles. Und die Aufsteiger sind das Gegenteil. Die sind angespielt und euphorisiert. Und das macht solche Sachen eigentlich sehr, sehr knifflig und gefährlich. Und für mich aber nach 2 Spieltagen jetzt zu sagen, das wird so oder das so, das ist viel zu früh. Ich denke, nach 5, 6, 7 Spieltagen kann man erst dann sagen, welche Tendenz man hat. Aber jetzt ist ja natürlich nach 2 Spieltagen jetzt Prognose abzugeben, ist, denke ich, noch ein bisschen zu früh. Entschuldigung, eine letzte Frage. Erwarten Sie noch Veränderungen im Kader? Geht einer, kommt einer? Also für neue Verpflichtungen momentan ist ja kein Thema, solange bei uns keiner geht. Und mein Stand, ja, jetziger Zustand ist ja so, sage ich mal so, bis jetzt ist mir auch nicht bekannt, dass jetzt einer von uns geht. Also von daher tut sie gar nichts. Okay. Sowohl keiner kommt und keiner geht. Gut, vielen Dank. Nochmal der Blick in die Runde. Gibt es nach Dirk Retzlaffs letzter Frage noch weitere Fragen oder sind wir dann alle befriedigt? Sehr gut. Gut, dann hoffen wir, dann gehen wir stark davon aus, dass Pavel unser dritter Anlauf jetzt der endgültige sein wird für den Saisonstart. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Sonntag in der Schauinsland Reisen Arena wieder. Alles Gute, bis Sonntag. Bis Sonntag. Tschüss. Thank you.